So, wir wollen mit euch mal den ganzen Weg gehen zum Park Ruhrborg und direkt den Einstieg zu Fly in einem Video durch. Wie es so aussieht, im Bereich Fly dürfen wir hinterher nicht mehr filmen. Dort ist ein Sicherheitsbereich und soweit wir filmen dürfen, nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Wir laufen jetzt hier entlang, starten am Kettenkarussell durch Berlin und dort ist auch der Eingang Ruhrborg und ja, bis zum Einstieg Fly, bis zum Beginn des Sicherheitsbereiches. Schön, dass ihr uns begleitet. Ich glaube, wir haben eine Brille. Und wir waren aber auch mal mit so einer Brille, sind wir doch auch irgendwo rumgefahren. Weißt du? Eigentlich Mauser, Schokolade. Ja, aber nicht mit dem Abschießen. Das war, also, da waren wir was anderes, da sind wir die Treppen runter. Da haben wir auch mit 3D, Brille bekommen. Das war irgendwie. Ach, wenn wir nachziehen. So. Das ist der Eingang hier, ja. Ah ja, danke. Also draußen beim Rumlaufen keine Maske. Nur sobald man Hausverbot. Wollte ich hier nur. Wir können direkt hier aus dem Montag hier. Finde ich ja korrekt. Ja, ist auch korrekt. Wir müssen das jetzt irgendwo. Ja, genau. Das ist auch alles so ein bisschen Show drumherum, ne?
Ja, aber die, da kann nichts raus. Ich habe vielleicht nicht mehr mit damit. Achso, Helmut? Follow the smoking ban. Please also note, in the entire waiting area and when using the attraction, a mask and nose covering must be worn at all times. Thank you for your cooperation.
Ich fand's klasse, super. Das war richtig cool. Fandst du es gut? Caro, wie fandst du Fly? Das war mega. Und das waren drei oder zwei Beschleunigungen. Zwei. Noch eine am Anfang und eine nochmal mit. Genau. Mit dem Kiel im Himmel auf einmal. Ich hatte die ganze Zeit die Augen auf. Ja, das war unser Video. Eingang Rubok bis zum Eingang Fly. Kein Wasser. Bis zum Sicherheitsbereich. Die Kamera darf nicht gefilmt werden, also die Achterbahn wird natürlich auch respektiert. Ja. Fahrt die Achterbahn, kann ich euch nur empfehlen. Hier noch ein paar Eindrücke von Rubok.